Jetzt bei TV Bayern Live. Der Windkraftstreit geht weiter. Wer die Staatsregierung an 10H festhält, wird andernorts freiwillig gebaut. Außerdem, das neue bayerische Lobbyregister ist in Kraft getreten. Was genau dahinter steckt, fragen wir Landtagspräsidentin Ilse Aigner. Und sie will die schönste Frau Deutschlands werden. Bei uns zu Gast Miss Germany-Kandidatin Christina Postner. Jetzt! Hallo und herzlich willkommen zu TV Bayern Live. Von mir noch ganz schnell ein frohes und gesundes neues Jahr an Sie und damit gleich zum ersten Thema. In diesem Jahr sollen die letzten Atomkraftwerke in Deutschland abgestellt werden. Die Energieversorgung der Zukunft soll sicher, bezahlbar, aber vor allem sauber sein. Wind, Sonnen, Wasserkraft und Biomasse stehen da ganz oben auf der Liste. Doch der Ausbau der Windräder stockt in Bayern seit Jahren. Schuld daran ist auch die 10H-Regel. Es gibt jedoch ein paar Gemeinden, die zeigen, dass es trotzdem geht. In der Gemeinde Fuchstal im oberbayerischen Landkreis Landsberg am Lech sind Windräder gern gesehen. Denn hier haben die Anwohner in diese 4 Windkraftanlagen investiert und verdienen nun kräftig mit. Die treibende Kraft ist Bürgermeister Erwin Karg. Seit Jahren investiert die Gemeinde in die erneuerbaren Energien und holt die Fuchstaler mit an Bord. Bei unseren Windkraftanlagen sind also weitere 115 Gesellschafter, sprich Bürger, neben uns im Boot, die da Anteile gezeichnet haben zwischen 5.000 und 700.000 Euro. Die Anlage ist gut. Ich sage aber jetzt nicht, wie hoch die Rendite ist, weil wir brauchen keine weiteren Anrufe bei mir auf dem Telefon. Also ich sage es Ihnen einfach, wie es ist. Wir haben darin ungefähr jeden Tag 3 bis 4 Anfragen, ob man sich an den neuen Windkraftanlagen finanziell beteiligen kann. Damit ist die Gemeinde eine Besonderheit, denn bayernweit ist der Ausbau von Windkraft fast zum Erliegen gekommen. Vergangenes Jahr sind gerade mal 8 Anlagen ans Netz gegangen. Schuld für den Bund Naturschutz vor allem die 2014 eingeführte 10H-Regel. Windräder müssen in Bayern einen Mindestabstand vom 10-fachen ihrer Höhe zur nächsten Gemeinde haben. So weit entfernt muss kein Atomkraftwerk und nicht einmal eine Autobahn sein. Wir waren vor über 20 Jahren toll gestartet. Der Bund Naturschutz hat im Landkreis Hof das erste Bürgerenergie-Windrad in Bayern aufgestellt. Dann ging es gut voran. Und seit 2014 haben wir einen Rollback, weil der ehemalige Ministerpräsident Horst Seehofer die Windkraft zum Buhmann erklärt hat. Und deswegen haben wir im Moment einen Stillstand und der muss durchbrochen werden. Um den Ausbau wieder zu beschleunigen, besuchte Bundesklimaminister Robert Habeck die Landeshauptstadt. Neben Gesprächen mit Ministerpräsident Markus Söder traf sich Habeck auch mit Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. Der könne sich mittlerweile durchaus Ausnahmen der 10H-Regel vorstellen. Dass wir Windkraft ermöglichen bei maximalem Anwohnerschutz, also 10H jetzt nicht völlig killen, sondern dort eben pragmatisch öffnen, wo Windräder hinpassen, ohne die Bevölkerung zu stören, um eben auch die Genehmigungsverfahren einfacher zu bekommen. Und nicht eben jedes Mal über die Bauleitplanung für die Kommunen sehr viel Arbeit und Bürokratie zu produzieren. Bis März will der Freistaat einen Plan vorlegen, wie die Windkraft wieder an Fahrt aufnehmen kann. Das sei auch nötig. Bayern ist jetzt schon zu einem Stromimportland geworden. Je geringer die Lücke, desto besser für den Wirtschaftsstandort und für den Klimaschutzstandort Bayern. In Fuchstal ist man unterdessen schon einen Schritt weiter. Die Genehmigungen 3 weiterer Windräder sind für kommenden März geplant, die dann ab Sommer nächsten Jahres die Gemeinde zuverlässig mit weiterer Energie versorgen sollen. Windenergie ist also nicht nur sauber, sondern kann auch für Gemeinden und die Anwohner lukrativ sein. Wir haben uns zum Thema mal auf den Straßen in Bayern umgehört. Sollen mehr Windräder in Bayern aufgestellt werden, ja oder nein? Was finden Sie, sollen denn mehr Windräder in Bayern gebaut werden? Auf jeden Fall bin ich dafür, dass Windräder gebaut werden. Also ich war tätig im Kraftwerksbau und habe damals auch Turbinen gebaut für Atomkraftwerke. Aber heute muss ich sagen, bin ich gegen Atomkraftwerke. Und um diese zu ersetzen, brauchen wir Windkraft. Das ist für mich ein Muss. Die Vernunft würde mir sagen, ja, man muss was alternativ tun, ne?
Aber ich könnte es nicht mit Ja und nicht mit Nein beantworten. Ich denke, also wir könnten also durch Wasser und Strom erzeugen. Ja, ich denke, also, ja, Windkraft ist jetzt vielleicht in Bayern nicht unbedingt notwendig. So extreme Abstände, wie wir es halt hier in Bayern vorgeben, machen wenig Sinn, wenn ich mir in anderen Ländern anschaue, wo überall Windkraftwerke sind. Irgendeine Energieversorgung brauchen wir. Und da muss man halt auch Abstriche in Kauf nehmen. Sollte schon, weil wie gesagt, im Norden ist es ja schon gang und gäbe. Und ich finde das eine natürliche Kraft, die man nutzen sollte und dementsprechend auch das ausbauen sollte, ja. Und natürlich haben wir auch Sie gefragt auf all unseren Social-Media-Kanälen und wir gucken gemeinsam auf die Antwort. 79% sind dafür und 21% dagegen, dass mehr Windräder aufgestellt werden. Nun, ich kann beide Seiten verstehen, aber bin auch total für gute, saubere Energie, denn den Klimawandel müssen wir einfach in den Griff kriegen. Weil Politiker auch nicht immer wissen, wo bei der Wirtschaft und bei den Bürgern gerade der Schuh drückt, gibt es sogenannte Lobbyisten. Die zeichnen sich dadurch aus, dass sie beste Kontakte in beide Richtungen haben. Sie sind also ein Bindeglied, eine Art Vermittler. Doch einige haben in der Vergangenheit ihre Machtposition ausgenutzt. Mit dem neuen Lobbyregister soll ab diesem Jahr für mehr Transparenz gesorgt werden. Im vergangenen Sommer hat die Staatsregierung das Bayerische Lobbyregister beschlossen. Damit soll garantiert werden, dass sich alle Abgeordneten an die Spielregeln halten. Seit dem 1. Januar 2022 ist das Portal freigeschaltet. Lobbygruppen können sich also nur an Gesetzgebungsprozessen von Landtag und Staatsregierung beteiligen, wenn sie offiziell registriert sind. Was die Arbeit und die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Politik betrifft, das stärkt die Akzeptanz staatlichen Handels, das schafft Vertrauen bei den Bürgerinnen und Bürgern in die Transparenz, in die Unbestechlichkeit staatlichen Handels. Ohne Kontakte, ohne Austausch, ohne Diskussion funktioniert gar nichts, weder das Leben noch die Wirtschaft. Also brauchen wir Lobbyismus im wohlverstandenen Sinne. Bei Verstößen droht eine Geldbuße von bis zu 50.000 Euro. Im Zuge jüngster Skandale wie der Maskenaffäre hat das Thema an Brisanz gewonnen. Lobby gehört zum Parlament dazu. Es gibt Interessensverbände, es gibt Gruppenverbände, mit denen wir ins Gespräch kommen. Und es ist wichtig, das transparent zu halten. Die Bürgerinnen und Bürger sollen wissen, mit wem wir reden, über was wir reden, wie oft wir miteinander reden. Und das soll dieses Lobbyregister dann deutlich machen. Das Lobbyregister soll also die nötige Transparenz im Umgang mit Lobbyisten schaffen und dadurch das teils massiv angekratzte Image der Staatsregierung verbessern. Live zugeschaltet ist jetzt die Präsidentin des Bayerischen Landtages, Ilse Aigner. Schönen guten Abend, Frau Aigner. Schönen guten Abend. Was ist denn jetzt alles neu und was soll sich ändern durch das Lobbyregister? Ja, neu ist insgesamt das Lobbyregister, es hat es bisher noch nicht gegeben und es sorgt einfach für viel mehr Transparenz. Es ist das Schärfste überhaupt in ganz Deutschland, auch schärfer als das im Bundestag. Und letztendlich geht es auch mit einem legislativen Fußabdruck einher und ist auch Bußgeld bewährt, wie Sie in der Anmoderation schon gesagt haben. Also eine deutliche Verschärfung, viel Transparenz. Was bedeutet das genau? Also wer darf sich eintragen und was muss derjenige alles eintragen? Also eintragen darf sich theoretisch jeder, aber es tragen sich vor allem die einen, die das müssen und sollen. Sonst werden sie eben mit Bußgeld belegt. Und es geht darum, alle, die auf die Parlamentarier, auf die Staatsregierung zugehen, sind davon betroffen, die vielfältig Kontakte haben, die dafür auch Mittel einsetzen. Und all das muss auch angegeben werden in dem Lobbyregistergesetz bzw. im Lobbyregister. Und das haben zahlreiche gemacht. Wir haben das frühzeitig freigeschalten, schon am 16. Dezember, einfach mal zur Probe. Ab 1. Januar ist es jetzt in Kraft und es haben sich schon 134 jetzt eingetragen. Und das geht vom Weinbauverband bis zu großen Industrieverbänden, von Unternehmensverbänden natürlich bis hin zu sonstigen Lobbyistenverbänden. Und ich will ausdrücklich das nochmal bestätigen, was die Kolleginnen und Kollegen jetzt gerade gesagt haben. Lobbyismus ist ja per se nichts Schlechtes, sondern die Abgeordneten sind darauf angewiesen, auch Informationen außerhalb des Parlaments zu bekommen. Aber es muss transparent sein. Wir können ja noch mal ganz schnell erklären, vielleicht weiß wirklich nicht jeder, warum man Lobbyisten braucht. Was ist das Gute daran? Also was machen die? Wofür sind die da? Ja, wenn sie nur informiert werden als Abgeordneter von Seiten der Staatsregierung oder der Ämter, dann ist es nur eine Seite.
sondern sie brauchen ja den Input, egal ob es jetzt um Wind, wie bei Ihrem Beitrag vorher gegangen ist, oder andere Sachverhalte, wo man sich auch informieren kann. Übrigens gerade auch Oppositionsabgeordnete profitieren davon, wenn sie sich informieren können. Und deshalb geht es eigentlich nur darum, wer geht auf die Abgeordneten zu, wer geht auf die Staatsregierung zu und wie werden die sozusagen finanziert, wen setzen sie ein, um hier Kontakte zu knüpfen. Und nur das ist die Transparenz, oder dadurch wird die Transparenz erreicht. Abgeordnete, müssen die auch was eintragen? Nur wenn sie selbst sozusagen Vorsitzende eines Verbandes sind. Ansonsten sind Abgeordnete nicht dazu verpflichtet. Sie sollten aber für meine Begriffe die Verbände, die auf Sie zugehen, dringend darauf hinweisen, dass sie sich eintragen sollen, weil sonst eben der Verband getroffen ist. Es gibt ja auch Kritik von der Opposition, dass die Prüfstellen, was die Prüfstellen betrifft, wie kann man das verstehen? Was ist deren Sicht? Ich kann es nicht ganz nachvollziehen, weil es ist eigentlich sehr parteiübergreifend hier beschlossen worden. Und die Prüfstelle ist bei uns das Landtagsamt. Das ist absolut neutral und hochkompetent besetzt. Und deswegen kann ich es nicht ganz nachvollziehen, woher die Kritik kommt. Sie können sich darauf verlassen, das Landtagsamt prüft das sehr intensiv und ganz neutral. Mit dem Lobbyregistergesetz hat es auch etwas zu tun, dass jetzt zum Beispiel, wenn ein Abgeordneter gleichzeitig Prozente an einer Kapitalgesellschaft hält, die früher bei 25% angegeben werden mussten, jetzt bei 5, dass ab dem ersten Cent der Nebentätigkeiten alles angegeben werden muss. Fällt das damit rein oder ist es eigentlich was anderes? Das hat mit dem Lobbyregister nichts zu tun, sondern das ist im Abgeordnetengesetz geregelt und die Veröffentlichungspflichten der Abgeordneten haben sich auch nochmal verschärft und in der Tat Beteiligungen ab 3% müssen veröffentlicht werden und natürlich jeder Cent, der zusätzlich eingenommen wird. Ganz, ganz lieben Dank für das sympathische und aufklärende Gespräch. Ihnen jetzt noch ein schönes Wochenende mit Ihren Lieben. Dankeschön, Frau Aigner. Das wünsche ich Ihnen auch. Alles Gute. Danke sehr. Schönen alles Gute. Abend. Und für Sie haben wir jetzt, was es sonst noch Neues gibt im schönsten Freistaat der Welt. Kein Abschuss für den Wolf. Vorerst. Das entschied das Verwaltungsgericht München in einem Eilverfahren. Es hat damit den Eilanträgen des Bund Naturschutzes sowie der Gesellschaft zum Schutz der Wölfe stattgegeben. Die beiden Organisationen hatten sich gegen die Allgemeinverfügung der Regierung von Oberbayern gewandt. Der Wolf, der schon seit Wochen durch das Chiemgau streift, sollte erschossen werden, weil er immer wieder Wildtiere angefallen und auch getötet habe. Er wurde sogar dabei beobachtet, wie er durch den Ort Bergen im Landkreis Traunstein spazierte. Es ist das erste Mal seit 140 Jahren, dass in Bayern ein Wolf legal geschossen werden sollte. Doch auch der Bayerische Jagdverband empfand die Entnahme als weltfremd und empfahl vorab den Jägern, die Gerichtsentscheidung abzuwarten. Joachim Wolbergs, der ehemalige Oberbürgermeister der Stadt Regensburg, hat Verfassungsbeschwerde eingereicht. Er wurde im Jahr 2020 rechtskräftig wegen Bestechlichkeit verurteilt. In einem vorangegangenen Prozess um die Parteispenden in der Stadt war er teilweise freigesprochen worden. Diese Freisprüche hat der Bundesgerichtshof mittlerweile aber aufgehoben. Auch deshalb hat Wolbergs Verfassungsbeschwerde eingereicht. Sein Verteidiger Peter Witting hofft durch diese auf eine Entscheidung mit Signalwirkung für die Politik. Eine zentrale Frage lautet: Bedeutet die Annahme zulässiger Parteispenden den Tatbestand der Vorteilsnahme und kann ein Kommunalpolitiker dann überhaupt noch Spenden annehmen? Wolbergs will weiterkämpfen. Es geht bei dieser Frage um meine Ehre. Und meine Ehre habe ich noch. Und deshalb werde ich weiter in Formaten, die ich noch nicht genau weiß, aber die mir sicher noch einfallen werden, alles dafür tun, wenigstens die Bevölkerung davon zu überzeugen, dass die Verurteilungen mir gegenüber falsch sind. Wir werden es sehen. Über eine Nachricht haben sich ja auch viele den Kopf geschüttelt. Ein Mädchen öffnet im Kindergarten ihre Brotzeitbox und findet statt Pausenbrot und gesundem Obst Zigaretten und Rauschgift. Die Mutter hatte wohl die Brotzeitboxen vertauscht. Die Kindergärtnerin erkannte neben den Zigaretten das Marihuana und verständigte die Polizei und das Jugendamt. Wahnsinn. Lieber schnell
Neues Thema. Seit Beginn der Corona-Pandemie leidet vor allem eine Branche unter den Einschränkungen, die Kunst und Kultur. Für Theater und Konzerte gilt 2G+ und trotzdem dürfen sie nur 25% der Plätze verkaufen. Da sich das meist nicht lohnt für die Veranstalter, werden jetzt im dritten Jahr viele kulturelle Events abgesagt. Für die Künstler eine Katastrophe, nicht nur das, eigentlich eine Existenzbedrohung. Und Besserung ist nicht in Sicht. Keine Beschränkungen mehr im Einzelhandel, 2G in der Gastronomie, 2G+ und Platzbegrenzung im Kulturbetrieb. Das bedeutet in vielen Spielstätten vor allem eines: leere Sitze. Die neueste Entscheidung der bayerischen Landesregierung stimmt dabei nicht optimistisch. Vorerst gibt es keine Lockerungen in der Kulturbranche. Wir würden uns da einfach ein bisschen mehr Fairness wünschen. Wir betreiben selber auch Gastronomie und da stellt sich für uns die Lage einfach so dar: unsere Kunden sitzen vorne in der Gastronomie mit 2G. Man kann zusammen ein Bierchen trinken, man muss keine Abstände wahren, keine Maske tragen am Platz. Und dann tritt man über diese Schwelle in den Kinosaal und auf einmal gelten ganz andere Regeln. Gegenwärtig gilt für Bühnen und Kinos ein strenger Einlass. Und dann darf auch nur ein Viertel der Plätze besetzt werden. Besonders bitter, gerade im Frühjahr wurden vor Corona die besten Umsätze eingespielt. Wir beobachten natürlich die Situation auch in den anderen Bundesländern, sehen uns auch diese Modelle an. Es steht ja im Raum, dass wir in der kommenden Woche, gerade was die Auslastungen anbelangt, ein Stück erhöhen. 50% stehen im Raum. Für Julia Vesper reicht das aber nicht aus, um der Kulturbranche endlich aus der Krise zu helfen. Diese Regelung alleine würde uns nicht helfen. Dadurch, dass eben auch diese 1,5 Meter Abstand weiterhin gelten, ist es einfach gar nicht möglich, so vernünftig zu wirtschaften. Ob und welche Lockerungen es für die Kultur in Bayern geben wird, soll sich kommende Woche zeigen. Staatsminister Siebler gibt sich optimistisch, dass der Zugang hier bald einfacher werden könnte. Denn schließlich steht die Existenz einer unverzichtbaren Branche auf dem Spiel. Ja, wir drücken auch die Daumen. Doch nicht nur die Kulturbranche hat Probleme, auch die Fitnessstudios und Sportvereine leiden stark unter den Corona-Auflagen. Damit seine Mitglieder fit bleiben, hat sich der TSV Neuried etwas ganz Besonderes ausgedacht und wurde dafür sogar ausgezeichnet. Mehr dazu gibt's gleich. Vorerst zur guten Nachricht des Tages. Am Donnerstag haben wir alle gearbeitet, oder? Nur eine Stadt in Bayern nicht. Die haben gesagt, wir machen nix. Und das machen die schon seit 300 Jahren. Der Tag geht zurück auf den heiligen Sebastian. Er war Soldat im alten Rom, bekannte sich aber zum Christentum und wurde deshalb hingerichtet. Seither gilt der Märtyrer als Schutzpatron für Soldaten und bei Seuchen. Die 6400 Einwohnerstadt Grafenwöhr in der Oberpfalz hat tatsächlich einen eigenen Feiertag. Der Namenstag des heiligen Sebastian am 20. Januar wird hier ganz offiziell gefeiert. Ursprung ist ein Gelübde aus dem Jahr 1729, als die Grafenwöhrer den Heiligen um Hilfe bei einer Seuche anflehten und erhört wurden. Seither Feiertag statt Arbeit. Es ist eine schöne Tradition, es ist ein Gelübdefeiertag und den halten wir natürlich jedes Jahr ein. Gott sei Dank auch die Vereine und Verbände immer. Wir rufen immer dazu auf, dass die Grafenwöhrer, Einzelhändler, die Geschäfte auch diesen Feiertag halten. Und viele halten sich auch daran und haben an diesem Tag zu. Und die Grafenwöhrer treffen sich traditionell zum Weißwurst-Frühschoppen. In diesem Jahr wurden die weltlichen Feierlichkeiten zwar offiziell abgesagt und die Blasmusik im Wirtshaus abbestellt, gefeiert wurde im kleinen Rahmen aber dennoch. Schließlich hat nicht jeder einen eigenen Feiertag. Kernpunkt des Sebastiantags ist aber stets der Gottesdienst. Hier wird des Märtyrers und Pestheiligen gedacht und an das Grafenwöhrer-Gelübde erinnert. Für den neuen Pfarrer Daniel Fenk war es die Premiere. Ich finde das ganz beeindruckend, dass eine Stadt nicht nur einen Stadtpatron hat, sondern den auch wirklich feiert und ein Gelübde, das sie vor knapp 300 Jahren eben abgelegt haben, heute noch so wertschätzen, dass sie sogar einen eigenen Feiertag dafür feiern. Und der erlangte in diesem Jahr durch die Corona-Pandemie sogar noch eine besondere Bedeutung. Heiliger Sebastian, hilf! Ja, echt mal, wo bleibt der? Stellen Sie sich vor, es klingelt an Ihrer Tür und ein riesen Care-Paket voller Leckereien wird geliefert. Und das auch noch absolut vegan. Dieser Traum kann jetzt wahr werden und zwar für 5 von Ihnen. Wir verlosen nämlich diese Woche 5 vegane Starter-Sets inklusive leckerer veganer Rezepte im Wert von je 75 Euro. Alles, was Sie dafür tun müssen, ist uns auf Facebook, Instagram oder WhatsApp an die eingeblendete Nummer schreiben,
warum Sie gern mal ein veganes Starter-Set ausprobieren würden. Übrigens, diese 5 Riesenpakete wurden uns zur Verfügung gestellt von fantasticfoods.com, dem Online-Shop für 100% veganen Genuss. Bis gleich. TV Bayern Live zeigt Ihnen Bayern von seinen schönsten Seiten. Immer samstags 17.45 Uhr auf RTL Bayern und sonntags auf allen 14 bayerischen Regionalsendern. Und im Anschluss in den sozialen Netzwerken und auf TV Now. Willkommen zurück bei TV Bayern Live. Haben Sie die Werbepause genutzt für unser Gewinnspiel? Wir verlosen diese 5 veganen Starter-Sets inklusive vegetarischer, leckerer Produkte und Rezepte. 75 Euro pro Paket, was zu Ihnen geliefert wird, zur Verfügung gestellt von fantasticfood.com, dem Online-Shop für 100% veganen Genuss. Alle Infos finden Sie auf unseren Social-Media-Seiten und natürlich überall, wo TV Bayern Live draufsteht, ist es auch drin. Bei uns im Studio begrüße ich jetzt gleich eine von 3 bayerischen Kandidatinnen, die sich auf das Amt der neuen Miss Germany bewerben. Wir haben unseren Gast schon mal zu Hause besucht. Ich bin selbstbewusst, auch ehrgeizig, manchmal ein bisschen stur. Also wenn ich was will, dann will ich es unbedingt und dann setze ich das auch durch. Und eigentlich immer sehr positiv. Christina Porstners Selbstbeschreibung ist ehrlich und positiv und das nicht ohne Grund. Sie ist Model, Influencerin und seit einiger Zeit auch eine der 20 schönsten Frauen Deutschlands, auch wenn sie persönlich diese Formulierung ablehnt. Ich glaube, ich möchte mich nicht als eine der schönsten Frauen Deutschlands betiteln, weil ich glaube, die Optik oder Schönheit liegt immer im Auge des Betrachters. Jeder Mensch findet etwas anderes schön und so sollte das auch sein. Mir ist es wichtig, dass die Message, die ich rüberbringe, die Art und Weise, dass das den Leuten gefällt und dass ich damit Leute erreichen kann. Ihre Reise zu den Top 20 der Miss Germany-Wahl beginnt vor einiger Zeit. Und wie bei so vielen Karrieren beginnt diese mit einem Zufall. Ich habe so ein bisschen Instagram nebenbei gemacht und irgendwann hat mir mal jemand geschrieben, hey, mach doch bei Kirby Supermodel damals mit. Und ich habe mich da beworben, hätte nie gedacht, dass das so weit kommt. Aber das war da eigentlich so wirklich der Auslöser und der Startschuss dafür, dass ich gesagt habe, hey, ich kann das, mir macht das Spaß. Und so ging es eigentlich dann los. Die Wahl ist mittlerweile jedoch weit mehr als ein Schönheitswettbewerb. Auch Christina Porstner möchte mit ihrem Motto auf die ihrer Meinung nach fehlende Vielfalt in der Medienbranche aufmerksam machen. Ich habe mich klar dafür entschieden zu sagen, ich möchte die Vielfalt in den Medien verändern. Klar stehe ich für Body Positivity, Selbstbewusstsein und nicht den perfekten Körper zu zeigen. Aber wir schaffen das nicht alleine. Ich mit Instagram alleine werde nicht genug Leute erreichen und wir brauchen einfach die Medien, die das zeigen. Wir brauchen eine dunkelhäutige Moderatorin, wir brauchen in Zeitschriften alle Körperformen. Und das findet meiner Meinung nach immer noch zu wenig statt. Mit dieser Message im Gepäck geht es für Christina Porstner Anfang Februar zum Miss Germany Camp. Dort möchte sie beweisen, dass Schönheit viele Facetten hat. Und jetzt ist sie im Studio. Herzlich willkommen, Christina Porstner. Hallo, schön, dass ich bei euch sein darf. Ja, das freut mich sehr. Sag mal, bist du eines Tages aufgewacht und hast gesagt, bewerb mich jetzt als Miss Germany? Tatsächlich war das eigentlich Zufall. Ich habe es auf Social Media gesehen, dass es wieder so weit ist und habe dann gedacht, warum eigentlich nicht? Das ist doch die perfekte Plattform, um viele Menschen da draußen zu erreichen und das möchte ich ja. Und dann habe ich mich einfach beworben. Ja. Wie viele haben sich beworben, weißt du das? Ich glaube, es haben sich knapp 12.000 beworben. What? Ja. Und dann, wie geht das dann? Wie läuft das? Ist das alles online? Am Anfang ist es online, ja. Dann waren wir Top 160 und dann wurde schon mal ausgesiebt. Dann gab es auch ein Online-Voting, ein Community-Voting, wo die Leute abstimmen konnten. Teil Jury, immer so gemischt. Dann waren wir noch 80, dann wurde noch mal auf 40. Wir haben tolle Tage auch in Hamburg erlebt, haben alle Kandidatinnen kennengelernt, haben uns connected. Und jetzt sind wir noch 22. Top 22. Und weißt du zufällig, ob das das erste Mal so ist, dass 3 Mädels aus Bayern, früher war das, also vor langer Zeit, als ich noch Miss Germany geguckt habe, ja, da war das quasi ein Mädel pro Bundes. Tatsächlich ist das erste Jahr, wo das so ist. Ah. Genau. Wir sind dieses Jahr, ist es Bundesländer offen. Jetzt sind wir 3. Und sonst war es immer nur eine pro Bundesland. Sehr cool. Warum willst du Miss Germany werden? Was willst du erreichen? Also wir haben schon ein bisschen was gesehen, aber was ist dein Ziel, wenn du dann Miss Germany wärst? Was würdest du dann machen?
Ich glaube, allein, dass eine kurvige Frau, man muss es so sagen, Miss Germany wäre, ich glaube, das würde vielen da draußen ganz, ganz viel Mut machen. Und dafür stehe ich auch. Und ich glaube, dass wir vor allem halt diese Medien brauchen. Und Miss Germany hat eine große Reichweite. Jeder kennt's. Und da zu stehen, eine Frau wie von, also wie die Nachbarin sozusagen. Also wirklich nicht das perfekte Bild, sondern einfach wie man ist. Und ich glaube, das würde ganz viel Mut machen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme da teil. Ich drücke dir jetzt schon die Daumen. Hast du damit gerechnet, dass du unter die Top 22 kommst? Tatsächlich habe ich überhaupt nicht damit gerechnet. Also ich bin am Anfang, bewerbe ich mich immer und denke, ja, machst du mal. Und es ist immer eine Herausforderung und es ist spannend und es fordert auch mich selber wieder heraus. Und ich lerne ganz viele tolle Leute kennen. Und ja, aber ich bin dann schon immer ehrgeizig und dann möchte ich schon eigentlich am liebsten so weit wie möglich dann. Was bedeutet denn ehrgeizig bei so einer Misswahl? Was machst du dann besonders? Ja, ich versuche mich natürlich immer gut vorzubereiten und alles mitzunehmen, was geht. Zum Beispiel? Ja, hier zu sein. Ne? Ja. Auf jeden Fall. Das ist schon mal was, was ich mache. Oder auch viele Beiträge zu machen, gerade auch auf Instagram viel zu machen, um die anderen Mädels auch zu unterstützen. Wir sind wirklich eine große Community da auch. Wir supporten uns gegenseitig. Und ja, einfach versuchen, immer ich selbst zu sein auch. Also klar, irgendwie ehrgeizig, aber trotzdem die Leichtigkeit nicht zu verlieren und einfach ehrlich zu sein. Weil ich glaube, Ehrlichkeit kommt immer am besten an. Und übst du irgendwas? Also ich habe keine Ahnung. Ja, guckt man sich dann Heidi Klum an und denkt sich, vielleicht wird es so ähnlich und man übt schon mal laufen oder sowas? Nein, gar nicht. Okay. Also ich gehe da eigentlich ganz frei ran, versuche mir mal keine Gedanken vorher zu machen groß. Ich glaube, wenn man unbedacht rangeht, dann kommt es auch am natürlichsten. Und okay. Keine große Vorbereitung. Also, was kann dich noch stoppen? Gar nichts. Außer die Quarantäne. Oh ja, außer vielleicht sowas. Wir zeigen Ihnen, wie man sich am besten auf eine überraschende Quarantäne, mit der man eigentlich nicht gerechnet hat, sich vorbereiten kann. Bei der aktuellen Omikron-Variante, da könnte es ja wirklich jeden treffen. Wenn ich mir so überlege, 10 bis 14 Tage zu Hause, puh, ich wäre ziemlich unvorbereitet. Vor allem mein Kühlschrank, der schaut ziemlich mau aus. Und in meiner Hausapotheke weiß ich nicht, ob da überhaupt noch irgendwas drinnen ist und was mache ich überhaupt mit dieser ganzen Zeit zu Hause. Genau deswegen schaue ich mir heute mal an, wie man eine Quarantänezeit am besten vorbereitet. Was kommt einem als erstes in den Sinn, wenn man an eine Quarantäne denkt? Gut, dem einen oder anderen vielleicht, dass man genug Klopapier zu Hause hat. Bei mir sind es aber klar die Lebensmittel. Deswegen schaue ich jetzt mal, was ich so alles bekommen kann. Nach dem Einkauf folgt natürlich der obligatorische Gang zu meinem Arzt. Denn ich befürchte, meine Hausapotheke ist nicht mehr so auf dem neuesten Stand. So, ich habe jetzt mal in meiner Haushaltsapotheke ein bisschen rumgeschaut, was ich noch zu Hause habe. Ein Nasenspray, ein paar Schmerztabletten und was für den Hals. Herr Frühwein, was meinen Sie? Reicht es für die Haushaltsapotheke für eine mögliche Quarantäne oder sollte ich da aufstocken? Ja, das sollte prinzipiell mal reichen. Also du hast was da, um Fieber zu senken und gegen Schmerzen. Du hast auch was, um Erkältungssymptome symptomatisch zu behandeln. Für einen leichten Corona-Verlauf sollte das vollkommen ausreichen. Wenn es schwerer ist, wird es wahrscheinlich nicht ganz reichen. Dann heißt, wenn es schwerer wird, den Arzt anrufen? Genau, also wenn irgendwie Atemnot auftritt, man sich wirklich schlecht fühlt, mal den Arzt kontaktieren, wenn es ganz dringend ist, wirklich auch Rettungswagen oder mal den Bereitschaftsdienst anrufen. Eine Quarantänezeit kann ja schon lang werden, 10 bis 14 Tage. Was empfehlen Sie denn, um ein bisschen fit zu bleiben? Nur auf der Couch zu sitzen, macht vielleicht ja nicht immer Spaß. Ich glaube, da muss man ein bisschen unterscheiden, ob man jetzt in Quarantäne oder Isolation ist. Also wenn du infiziert bist, wäre ich ein bisschen zurückhaltend mit Sport, Bewegung und so weiter. Wenn man jetzt wirklich nur in Quarantäne ist als Kontaktperson, Sport, Bewegung, gesund ernähren, alles, was man halt irgendwie zu Hause machen kann, ist sicher sinnvoll. Alles gut, genug von Ärzten und Krankengeschichten. Denn zum Glück bin ich ja noch gesund und kann das nutzen, um die Nachbarn mal besser kennenzulernen. Denn diese könnten im Ernstfall helfen. Nun aber endlich zu meinen Einkäufen. Experten raten ja bei der Auswahl der Produkte auf lange Haltbarkeit zu achten. Und so sind es auch bei mir Aufbacksemmeln, Nudeln,
Reis, Tee, Tomatensauce und ein paar Kekse geworden. Naschen sollte ja noch erlaubt sein. Natürlich würde das am Ende nicht ausreichen, aber es wäre ja schon mal ein kleiner Puffer. Wenn man dann doch ein bisschen mehr braucht, kann man in den meisten Großstädten auf Lieferdienste zurückgreifen. In kleineren Gemeinden gibt es dafür immer öfters Hilfsdienste. Hier kann man sich dann einfach melden, wenn zum Beispiel der Hund mal raus muss oder das Klopapier ausgeht. Also ich glaube, Netflix und Co. kann auf Dauer auch richtig langweilig werden. Deswegen habe ich mir mal 3 Bücher gekauft, die ich während der Quarantäne lesen könnte. Normalerweise komme ich nämlich nie zum Lesen. Das könnte eigentlich perfekter Zeitvertreib sein. Also ich glaube, wenn es mich treffen sollte, dann bin ich jetzt richtig gut vorbereitet. Im Studio ist immer Miss Germany-Anwärterin Christina Porstner. Und wir haben jetzt zugeschaltet von der Miss Germany Corporation, Jill Andert. Herzlich willkommen, Jill. Hallihallo. Schön, dass das so schnell und kurzfristig geklappt hat. Eine Frage, wann genau ist denn die Wahl und wie läuft sowas ab? Ja, also, wann ist die Wahl? Gute Frage. Tatsächlich nicht mal mehr einen Monat hin, denn das Halbfinale wird am 16. Februar im Europapark stattfinden und das große Finale am 19. Februar in der großen Europapark-Arena. Wow, das ist ja wirklich gleich um die Ecke sozusagen. Aber wie sieht dieser Tag dann aus? Das heißt, es wird nicht online passieren, hoffentlich. Ihr seht die Mädels schon, aber laufen die einfach nur? Müssen die Fragen beantworten? Wartet ihr auf sowas wie, ich wünsche mir Weltfrieden oder ist es out? Nee, also wir hoffen natürlich, dass wir Gäste und Gästinnen dort empfangen können zu der Gala-Veranstaltung. Aktuell wissen wir noch nicht genau, wie es aussieht, dadurch, dass in Baden-Württemberg am 2. Februar eine neue Corona-Verordnung quasi gilt. Müssen wir mal schauen, wie das aussieht. Wir hoffen das natürlich, damit dann auch ordentlich Stimmung in der Arena ist. Ja, und wie läuft der Abend genau ab? Wir haben einen wundervollen Moderator, der Mitte nächster Woche bekannt gegeben wird. Und haben dann ein Showprogramm mit einem Show-Act, der auch noch nicht bekannt gegeben ist, aber jetzt die nächsten Tage veröffentlicht wird. Und dann wird durch den Abend geführt und wir haben dann 10 wundervolle Finalistinnen, die ihre Mission berichten. Und die ist bestimmt nicht nur um den Weltfrieden. Aber sie lässt nicht viel raus, ne, die Jill? Ja. Also sie erzählt, was drumherum passiert, aber was ihr machen müsst, das lässt sie nicht raus. Und ich wette, es ist kein Pflaume, wir reden da noch drüber. Falls ich gewinne, ich nehme eine ganz kleine Flasche Champagner. Spaß. Ansonsten kriegt ihr 2 die von mir geschickt, okay? Wer sitzt denn in der Jury? Sind das immer die gleichen oder wechselt ihr die durch? Und wer ist das? Nee, also tatsächlich ist die Jury immer unterschiedlich. Also es sind verschiedene Personen aus verschiedenen Branchen. Wir haben natürlich unsere Heroes, nennen wir die, die auch während der gesamten Miss Germany Journey dabei sind, wie zum Beispiel Caro Kauer und Paola Maria. Die werden auf jeden Fall in der Jury sitzen. Und dann haben wir aber noch 4 freie Plätze, die auch besetzt werden von Menschen aus Kultur, Wirtschaft und Medien. Und auch das wird in 2 Wochen veröffentlicht. Es tut mir leid, dass ich noch nicht mehr sagen kann, aber das ist leider so. Ja, das macht's ja auch spannend. Jetzt ist in ein paar Wochen das Camp. Wie lange ist das und was genau lernen die Mädels da? Oder guckt ihr euch die da eigentlich heimlich an? Also, das Camp dauert um die 2,5 Wochen. Am 2. Februar reisen unsere Top 22 Kandidatinnen dann im Europapark an. Und jeder Tag sieht ja wirklich ganz anders aus. Wir haben verschiedene Coachings, Masterclasses, aber auch Workshops. Dann haben wir auch Produktion und auch natürlich ganz, ganz viel Proben und Medientraining nicht zu vergessen, weil die Miss Germany, die dann ja am Ende den Titel trägt, ist natürlich auch in der Medienwelt präsent. Und ich finde, Christina, du machst das schon super. Ich habe gerade schon ein bisschen reingeschaltet. Auch das ist ja wirklich Präsenz in den Medien zeigen. Und all das passiert im Europapark. Großartig, das stimmt. Also sie hat das Medientraining, kann sie schon fast weitergeben hier. Wie wäre es zu gewinnen? Kannst du dir das vorstellen, Christina? Ich glaube, soweit denke ich noch gar nicht. Aber es wäre natürlich Wahnsinn. Also würde mich natürlich riesig freuen. Okay. Was bekommt die Gewinnerin? Gibt es da außer der Krone und ganz viele Auftritte noch einen anderen Preis?
Also die Krone gibt es tatsächlich nicht mehr. Seit 2019 gibt es nur noch die Schärfe seit unserer Neuausrichtung. Und also was die Miss Germany bekommt, ist immer ganz individuell. Dann natürlich gibt es ein paar Sachpreise, aber vor allen Dingen haben wir einen Managementvertrag und je nachdem, was die Kandidatin dann, ja, was sie für eine Mission hat, für was für Projekte sie sich einsetzen will, je nachdem machen wir eine Strategie, erarbeiten die zusammen und schauen dann, okay, welche Plattform ist denn die richtige, wie jetzt wie bei Christina zum Beispiel, welche Plattform möchte sie bespielen? Wo können wir sie supporten? Wo können wir unsere Kontakte nutzen, um sie noch mehr in die Medien zu bekommen? All das passiert eigentlich direkt nach der Wahl. Corona ist natürlich eine Herausforderung, muss man ganz klar sagen. Also ist natürlich wirklich schwierig, vor allen Dingen jetzt auch schon, das wäre dann die dritte Miss Germany, die wirklich unter Corona-Bedingungen amtiert. Und wir nutzen dann natürlich jede Möglichkeit, die wir irgendwie haben. Aber es ist natürlich schwieriger und wir hoffen sehr, dass es sich jetzt wirklich langsam mal legt. Also jetzt reicht es auch mal langsam. Ja, wem sagst du das? Aber ganz kurz noch. Das heißt, es wird hoffentlich nicht mehr so viel online stattfinden oder man darf wieder rumreisen. Früher ist Miss Germany ja auch mal um die Welt geflogen, glaube ich. Was denkst du, was ist möglich und was macht eure neue Ausrichtung aus? Weil wir haben vorhin schon mal ganz kurz gesagt, drei Mädels aus Bayern war früher gar nicht denkbar. Kannst du vielleicht ganz kurz ein bisschen was dazu sagen, auch für die Mädels, die sich vielleicht für 2023 bewerben wollen? Ja, na klar. Also wir haben ja 2019 unseren Unternehmenswandel gemacht mit Empowering Authentic Women. Früher waren wir ja der ganz klassische Schönheitswettbewerb. Und dann haben wir gemerkt, okay, die Gesellschaft verändert sich und Miss Germany sollte sich auch verändern in der Ausrichtung. Und so haben wir uns vorgenommen, Frauen zu suchen, die Verantwortung übernehmen, die eine Mission haben und die auch vielleicht mal außerhalb der Norm, sage ich mal, sich präsentieren wollen und für eine bestimmte Mission stehen. Ja, und deswegen suchen wir ganz, ganz unterschiedliche Frauen, egal ob, ja, es ist wirklich total egal, was da vertreten wird. Wir haben ein Ohr und sind eine Community und wollen natürlich dieser Frau dann eine Stimme geben und auch das untereinander supporten hat sich wahnsinnig mit dem Unternehmenswandel etabliert. Es ist wirklich eine Community geworden, die einander stärkt. Und ja, wir freuen uns über jede Teilnehmerin, die mit dabei ist. Und ich finde, in diesem Jahr mit unserer Top 22 haben wir wahnsinnig tolle Frauen mit tollen Missionen gefunden. Und genau, das ist eigentlich, wenn du eine Mission hast, also bewirb dich. Wir sind offen für alles. Jill, ganz kurz noch, wo findet man euch? Wo kann man euch folgen? Kann man vielleicht sogar die Wahl online verfolgen? Ist ja alles möglich seit Corona, wenn man kein Ticket hat, um zu kommen. Ja, das kann man tatsächlich. Und zwar werden das Halbfinale sowohl als auch das Finale bei Twitch live zu sehen sein. Es gibt sogar am Finaltag eine Pre-Show, die ich moderieren werde, ab 18 Uhr. Da werden wir schon so ein bisschen Backstage schauen, den roten Teppich beobachten. Also es wird sehr viel Unterhaltung über 5 Stunden geben. Und ansonsten kann man uns natürlich verfolgen bei YouTube, wir haben einen Podcast, bei Instagram natürlich, vor allen Dingen jetzt auch über die 2,5 Wochen Camp wird da ganz, ganz viel passieren. Und ich glaube, da kann man sich auch nochmal einen ganz tollen Eindruck verschaffen, was passiert da eigentlich und wie geht es den Frauen und ja, wer ist so dabei? Ganz, ganz lieben Dank, Jill. Und dann toi, 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 viel Spaß und ja, sucht euch die Beste aus, hoffentlich. Am besten wahrscheinlich alle 22. Ja. Also, danke schön, Jill. Ja. Schönen Abend vielen, noch. Vielen, vielen Dank. Ciao. Danke gleichfalls. Tschüss, ihr beiden. Tschüss. Ciao. Christina, ganz kurz. Man kann dir schon auch Fragen stellen. Antwortest du auf Instagram bei so PNs und so? Ja, immer. Das ist mir auch zum Beispiel ganz wichtig, weil das so die Kommunikation untereinander ist und man da noch mal viel tiefer auf die Follower auch eingehen kann. Das sind ja echte Menschen, die da sitzen und dir zugucken und ja, die muss und man abholen. Unterstützen. Richtig, ja. Genau. Und ich unterstütze sie ja dann mit meiner Art auch. Genau. Ganz kurz, magst du Fenchel? Ja. Oh. Ich mag Fenchel. Fenchel ist sehr lecker, wenn man ihn gut zubereitet. Fenchel ist aber nicht jedermanns Geschmack. Aber unser Sternekoch Alfons Schubeck ist der Meinung, er sollte wirklich öfter auf den bayerischen Tellern landen. Warum und was es gibt noch zum Fenchel zu erzählen, das sehen Sie gleich. Dankeschön, Christina. Schön, dass du da warst. Toi, toi, toi. Wir drücken die Daumen und wir folgen dir natürlich bei Christina Postner, richtig? Genau, richtig. Auf Instagram am besten. Genau. Man kann auch Facebook? Geht auch. Geht auch. So. Große Freude oder
gar Siegerstimmung herrscht schon jetzt beim TSV Neuried in München. Der Sportverein wurde nämlich von der Kommission der Europäischen Union mit dem Be Active Education Award ausgezeichnet. Und der ist mit 10.000 Euro dotiert. Gewonnen haben sie für ihre Initiative Sport am Gartenzaun. Das war die Ausgangssituation. Der Verein, die Plätze gesperrt, kein Sport beim TSV Neuried möglich. Und dann kam die goldene Idee, zu den Mitgliedern zu gehen und mit ihnen zu trainieren. Und einer, der das umgesetzt hat, war Jonas Krangenberg. Servus, Jonas. Servus. Das heißt, du bist dann mit Sack und Pack losgeritten und hast jedes Mitglied einzeln besucht. Wie war's? Genau, ich bin hier losgefahren, habe davor die Liste bekommen, wo ich hinfahren muss den Tag über. Bin dann an den Gartenzaun gekommen und die Kinder und Eltern haben meistens schon am Gartenzaun direkt gewartet. Und dann haben wir direkt angefangen, mit denen Sport zu machen. Wie oft gab es Sport am Gartenzaun? Das wurde dann so gut angenommen von allen Mitgliedern. Wir hatten alle Mitglieder angeschrieben, dass wir sagen mussten, gut, wir müssen das ein bisschen erweitern. Und haben dann im Endeffekt aus einem Tag drei Tage gemacht mit 6 Stunden unterschiedlichen Programmen, Fitness, Kindersport und Gymnastik. Nun klingt ja immer so EU. Nach viel Bürokratie, nach Umstand und nach unglaublichen Auflagen, die man erfüllen muss. Wie lief denn die Bewerbung ab? Ihr konntet ja nicht einfach nur schreiben, hallo, wir hätten gerne einen Preis und bitte 10.000 Euro überweisen. Da gab es ganz konkrete Antragsformulare, wo dann unser Konzept auf Englisch übersetzt werden musste und das dann eben eingereicht wurde. Das waren noch mehrere Runden. Was gab es für Sport am Gartenzaun? Wir haben Fußball teilweise mit denen gespielt. Bisschen Gymnastik, sage ich mal, oder ein paar Bewegungsübungen immer gemacht und natürlich auch ein paar Fitness-Einheiten. Was bedeutet euch der Sieg im Be Active Education Award? Das erfüllt uns mit absolutem Stolz und natürlich das Beste daran ist, dass wir die Mitglieder glücklich machen konnten damit. Das ist einfach die Bestätigung dafür. Der Sport, der lebt beim TSV Neuried und er erlebt auch eine Auffrischung dank dieses Awards. Für diese Aktion Sport am Gartenzaun. Ja, herzlichen Glückwunsch noch von uns. Wir verlosen übrigens vegane Starter-Sets inklusive leckerer veganer Produkte und toller Rezepte im Wert von je 75 Euro. Zur Verfügung gestellt wird das Ganze vom VantasticFoods.com, dem Online-Shop für 100% veganen Genuss. Also ganz schnell bewerben und vor allem uns sagen, warum Sie dabei sein sollten. Alle Infos finden Sie auf den Webseiten, Social-Media-Seiten von TV Bayern Live. Und darum geht es gleich bei TV Bayern Live. Der Alltag ist längst zurück und mit ihm auch der Stress. Da wird es Zeit, mindestens einen Gang runterzuschalten. Aber wie nur? Unsere Reporterin Eva Nussart hat für Sie ein paar neue Methoden der Entspannung ausprobiert. Gleich bei uns. Willkommen zurück bei TV Bayern Live. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber das Leben vor Corona verblasst so langsam in meinen Erinnerungen. Und zuerst haben irgendwie alle gehofft, es wird bald wieder wie früher. Dann wurden sehr viele traurig und resigniert. Und jetzt spürt man aber so einen anderen Wind. Immer mehr Menschen richten ihr Leben neu aus. Finden Sie nicht auch? Sie probieren irgendwie neue Hobbys, lassen sich nicht mehr so stressen, probieren neue Rituale und auch Entspannungsideen. Nein, ich bin nicht in einer Yogastunde, sondern in einem Kurs für intuitives Malen. Die Bilder entstehen hier ganz ohne Vorgabe. Bevor es an die Leinwand geht, muss ich mich aber erstmal mit meiner Intuition verbinden. In einer kleinen Meditation führt uns Kursleiterin Sabine durch eine Geschichte voller Farben. Ein ganzes Feld voller Rot. Es leuchtet, soweit dein Auge reicht. Es scheint, als seien es unendlich viele Blüten. Deine Intuition wird genau in diesem Moment ein Bild vor deinem inneren Auge entstehen lassen. Ein Bild, das deine Seele gerade jetzt braucht. Das intuitive Malen ist ein freies Malen. Es gibt also keine Regeln, nur Impulse. Es geht darum, die Intuition
mehr zu spüren, also das innere Gefühl, was wir haben, was uns gut tut. Deswegen immer auch die Frage stellen, was brauche ich gerade? Welche Farbe brauche ich, welche Form? Und da einfach mal wirklich hinhören, achtsam hinhören, was wir sonst im Alltag nicht machen, weil die Intuition eine ganz, ganz leise Stimme ist. Und das dritte und eigentlich der wichtigste Punkt ist, hab Freude beim Malen, ja? Weil darum geht es, einfach Freude, das, was dir Spaß macht, bring's aufs Papier. Keine Kritik an sich selbst, nicht vergleichen, irgendwie gar nicht so einfach. Mit der Zeit ist man aber so in sein Bild vertieft, dass man aufgehört hat, über das Ergebnis nachzudenken. Eine gute Stunde haben wir Zeit, unserer Intuition freien Lauf zu lassen. Die anfängliche Angst vor der weißen Fläche längst verflogen. Ich bin zufrieden mit meinem Bild. Werden die Bilder jetzt noch gedeutet oder wie geht es jetzt weiter? Ja, im Grunde geht es gar nicht um Deuten oder Analysieren, sondern es geht darum, dass wir anschließend darüber sprechen, wie ist es dir ergangen beim Malen? Was für ein Erlebnis hattest du? Was ist da aufgetaucht? Vielleicht sind es Gefühle gewesen. Bei dir war es, glaube ich, Freude. Ja. Konnte ich irgendwie gut sehen. Es gibt aber oft auch einfach Menschen, die in dem Moment keine Freude empfinden, sondern erstmal eine Wut raus muss, bevor Freude kommt. Ja? Mein Fazit ist, wenn man wirklich es schafft, seinen Kopf auszuschalten, dann macht es wirklich jede Menge Spaß, weil dann pinselt man einfach mal so drauf los. Mein Kopf, der ist jetzt schon mal tiefenentspannt und jetzt suche ich noch etwas für die totale Entspannung für meinen Körper. Lotus sitzt mal anders. Weiter geht es mit Schwitzen und Entspannen in der Luft. Unterstützung bekomme ich dabei von Carina Kleinholz. Seit 30 Jahren ist die Münchnerin als Luftartistin aktiv. Zudem ist sie an der Bayerischen Staatsoper engagiert. Seit 2017 unterrichtet sie Aerial Yoga. Dabei verlagert ein an der Decke aufgehängtes Tuch die Yoga-Übungen in die Luft. Also das Schöne ist einfach, dass überhaupt das Tuch dein Gewicht hält. Ja? Du bist wie schwerelos. Du kannst dich richtig loslassen. Also Aerial Yoga hat ganz viel mit Balance zu tun, mit Loslassen, aber auch mit Kraft tanken. Wir können auch so ein paar Dehnungsübungen machen. Als erstes müssen wir uns aber natürlich aufwärmen. Verschiedene Übungen dehnen den ganzen Körper. Das Tuch unterstützt mich dabei, auch wenn ich mich erstmal daran gewöhnen muss. Und jetzt kannst du dich einfach mal über deinen Unterschenkel fallen lassen, Nacken ganz entspannt, die Arme ganz schwer. Und spürst du, wo es dehnt? Nee. Nee, passt. Schau mal, das hintere Knie. Ich bin noch nicht so wirklich in der Position. Eva, das hintere Knie weiter nach hinten schieben. Ah! Ja! Ah, jetzt. Ja, nicht rausputzeln, einfach nur. Ausfallen. Genau, einfach nur die Arme ganz locker, Nacken ganz entspannt. Beide aufstellen. Und dann vorsichtig wieder aufrichten. Diese Tücher sind ja wie ein Partner. Du kannst ganz vorsichtig in Dehnungen gehen oder du kannst die Dehnungen größer machen. Also das passt sich einfach dir und deinem Können, deinen Verhältnissen an. Einfach mal loslassen, den Körper und die Gedanken. Wie fühlst du dich? Ganz gut. Ja. Aber schon, ja, es ist anstrengend und irgendwie entspannend zugleich. Naja, du kriegst halt einen schönen Stretch im ganzen Rücken und dadurch, dass du quasi schwerelos hängst, also du kannst ja wirklich komplett einmal loslassen. Dekomprimiert es auch deinen unteren Rücken. Also du kriegst Platz zwischen den Bandscheiben und die kriegen auch Zug und füllen sich wieder neu mit Flüssigkeit. Ich habe mittlerweile richtig Spaß an den Übungen, die Kraft, Dehnung und Balance miteinander verbinden. Es ist ein Zusammenspiel aus Training und Leichtigkeit. Am Ende darf natürlich die Endentspannung nicht fehlen. Und mit dem Gefühl der Leichtigkeit und der Geborgenheit kann ich dann auch die letzte noch vorhandene Anspannung loslassen. Witzig, spannend, aber auch interessant. Und es geht immer um das Ich. Übrigens geht es bei Alfons Schubeck heute ja um Fenchel. Und von ihm habe ich tatsächlich mal gelernt, dass man den Fenchel vor der Zubereitung am besten viertelt und dann diesen Kern oder diesen Strunk da unten rausschneidet. Weil Menschen, die Fenchel nicht mögen, vergessen nämlich immer genau das, diesen Strunk da rauszuschneiden. Aber was es sonst noch alles Wissenswertes rund um den Fenchel gibt, das sehen wir jetzt ins Saubergewürzt. Saubergewürzt mit Alfons Schubeck wird Ihnen präsentiert von Möbel Höffner. Keiner liefert und montiert mehr Küchen in Deutschland.
Fenchel. Beim Stichwort Fenchel fällt einem so Unterschiedliches ein wie Fenchelsalami, Hustenbonbons, Tee gegen Magenbeschwerden oder das Brotgewürz. Aber wer die feine Küche liebt und gerne gut würzt, der denkt an die Samenkörner des Fenchels und welches Geschmackswunder die beim genüsslichen Kauen bieten. Sie schmecken süßer als Anis und vielschichtiger als der Kümmel. Diese Samenkörner sind die Früchte des Süß- oder Gewürzfenchels und das Einzige, was man von ihm verwendet. Er wurde über Jahrtausende als Alternative zum Bitter- oder Gemüsefenchel gezüchtet. Das Besondere am Samen des Süßfenchels ist sein ätherisches Öl. Es besteht zu über 80% aus Annitol, das auch im Anis und Sternanis enthalten ist. Aromen tragen auch die Duft- und Geschmacksstoffe Fenchon, Estragol, Limonen und Kamphen bei. Röstet man den Fenchelsamen in einer Pfanne ohne Fett, entfaltet sich auch leichte Süße. Die Samenkörner behalten nach dem Trocknen ihre hell-gelbgrüne Farbe. Hellgrün signalisiert beste Qualität. Ist halt so. Dass der Fenchel im Allgemeinen mehr als Medizin, denn als Gewürz geschätzt wird, könnte an Kaiser Karl dem Großen liegen. Der erkannte die Qualität des süßen Fenchels als Arznei und ließ ihn in allen Klostergärten seines Reiches anbauen. Und das war nicht klein. Dass sich von Holstein bis hinunter nach Rom, vom Thüringer Wald bis zu den Pyrenäen erstreckte. In der mittelalterlichen Klosterheilkunde wurde Fenchel zu einer festen Größe als Heilmittel. Besonders gepriesen von der heilkundigen Äbtissin Hildegard von Bingen. Sie hielt ihn für eines der wichtigsten Heilpflanzen. Über all den gesundheitsfördernden Eigenschaften geriet fast in Vergessenheit, wie sehr ihn schon die Kulturen der Antike in der Küche schätzten. Darin galt er wie Koriander, Pfeffer und Granatapfelkerne als unentbehrliches Gewürz für feine Speisen. Ich verwende ihn gern für Fischgerichte oder in Verbindung mit Lavendel, dem er etwas von seiner Seifigkeit nimmt. Er ist auch ein ideales Gewürz für fette Speisen, da er die Produktion der Magensäfte anregt und die Fettverdauung unterstützt. Um diese Wirkung zu erzielen, muss man die Fenchelsamen jedoch vor der Verwendung ein bisschen quetschen, indem man sie zum Beispiel im Mörser zerstößt, weil sie die gesundheitsfördernden Stoffe nur so herauslösen und mit den anderen Zutaten verbinden können. Also, probieren Sie es doch einfach aus. Sauber gewürzt mit Alfons Schubeck wurde Ihnen präsentiert von Möbel Höffner. Keiner liefert und montiert mehr Küchen in Deutschland. Mein Lieblingsfenchelsalat poste ich am Montag auf Instagram. Und dann probieren Sie es aus und schreiben, wie es war. Jetzt noch einmal aufgepasst und Ohren gespitzt. Jetzt startet nämlich der Auftakt für den Bürgerdialog in Bayern 2022. Am 28. Januar Auftakt kommt dafür... Auftakt für den Bürgerdialog in Bayern im Jahr 2022. Ministerpräsident Markus Söder zu unseren Kollegen von TV Oberfranken. Ab 19 Uhr... wird er dann dort Ihre Fragen beantworten. Wegen Corona ist eine Veranstaltung mit Publikum leider nicht möglich. Trotzdem will natürlich Markus Söder wissen, was Ihnen auf dem Herzen liegt. Deshalb schicken Sie gern Ihre Fragen per E-Mail an bürgerdialog@tvo.de. Der Bürgerbeauftragte des Bayerischen Staats, Bayerischen Staatsregierung ist Michael Hofmann. Und der wird dann den Bürgerdialog bei allen anderen Regionalsendern weiterführen für den Rest des Jahres. Also schreiben Sie sich wirklich gern die E-Mail-Adresse auf, denn die bleibt das ganze Jahr gültig. bürgerdialog@tvo.de. Homeoffice, graue Tage, keine Corona-Lockerungen. Das drückt schon ein bisschen auf die Stimmung. Aber jeder Tag wird so schön,
wie man ihn sich selber macht. Und raus an die frische Luft, das macht den Kopf frei und bringt Hoffnung. Heute haben wir drei schöne Wetterbilder geschickt bekommen. Alle drei stammen aus Augsburg und zeigen sowohl die Hermannstraße als auch die Wehrtach. Vielen Dank an Sven Hanika und Katrin Gessler. So, und damit Sie sich jetzt schon mal Ihre Woche planen können, wann darf ich raus, wann muss ich was anderes ausprobieren, gibt's jetzt das Wetter. Bio aus Bayern. Das Wetter wird präsentiert vom Bayerischen Biosiegel. Hallo und ganz herzlich willkommen zum Wetter. Eine Warmfront brachte am Samstag vor allem im Süden Bayerns kräftige Schneefälle, speziell in den Chiemgauer Alpen, im Nordstau der Alpen. Und dass das Ganze eine Warmfront ist, sieht man auch an der Temperatur in der Nacht auf Sonntag. Und zwar kommt die Warmfront von Nordwesten und in Franken ist die Temperatur positiv. Das heißt, dort fällt Niederschlag in Form von Regen bzw. Sprühregen. Weiter südlich an den Alpen wird es kräftig weiterschneien. Und in den östlichen Mittelgebirgen Bayerns ist das so ein bisschen kritisch. Da ist teilweise Schnee dabei, aber möglicherweise auch gefrierender Sprühregen mit gefährlicher Glätte auf den Straßen. Tagsüber am Sonntag ist es in Franken dann die meiste Zeit des Tages trocken. Also es gibt dichtere Wolken, die unterwegs sind. Lücken sind nur absolut selten, am ehesten am Main. Und im Vogtland kann es auch noch ein bisschen Schnee bzw. gefrierenden Sprühregen mit Glätte geben. Am Vormittag, am Nachmittag dann eher nicht mehr. Das Ganze bei Höchsttemperaturen zwischen 2 und 7 Grad, je nach Höhenlage. Dann das Maximum. Das Ganze bei nordwestlichen Wind, also von der Nordsee, kommt eben die milde Luft hinter dieser Warmfront. Blicken wir weiter Richtung Osten. Vor allem in Niederbayern sind die Wolken ganz schön kompakt. Und speziell am Vormittag kann es im Bayerischen Wald noch ein bisschen Schnee geben. In tieferen Lagen an der Donau ist es eher Schneeregen oder Regen. Aber es wird im Laufe des Tages trockener. Das Ganze bei Höchsttemperaturen zwischen 1 und 5 Grad in Regensburg. Es ist also die Donau entlang relativ mild schon. Das Ganze eben bei schwachem West- bis Nordwestwind. Südlich der Donau ist die Wolkendecke am Vormittag auch noch kompakt. In den Chiemgauer Alpen gibt es noch ein paar Schneeflocken. Es wird aber rasch trockener und von Südwesten bricht dann vor allem die Alpen entlang dann die Wolkendecke so langsam auf. Ansonsten ist es vielerorts grau und relativ kühl mit maximal 5 bis 1 Grad. Aber Tauwetter wird schon einsetzen bei nur schwachem Wind aus nördlicher Richtung. Dann stellt sich ruhiges Hochdruckwetter ein die Folgetage mit viel Sonnenschein auf den Bergen. In den Niederungen hingegen hält sich teilweise dichter Nebel und Hochnebel und der Trend setzt sich dann auch bis zur Wochenmitte fort. Ihnen eine gute und gesunde Zeit. Bio aus Bayern. Das Wetter wird präsentiert vom Bayerischen Biosiegel. Ach, mir hilft bei solchen Wettervorhersagen immer das Fotoalbum. Sommer, Strand, Urlaubsfotos anschauen und dann einfach wegbeamen, oder? Versuchen Sie das mal. Oder ein schönes Hobby und schreiben Sie uns, was Sie ausprobiert haben. Ihnen einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Und bleiben Sie gesund. Und nächste Woche sprechen wir über Demenz und wie die Fotografie gegen das Vergessen hilft. Außerdem Hintergründe zum aktuellen Missbrauchsbericht gegen die katholische Kirche. Das und mehr kommenden Samstag um 17.45 Uhr auf RTL und am Sonntag ab 17 Uhr auf allen Regionalsendern.